Moin vom Hamburger Flughafen. Ich hole hier gleich Matt ab, der kommt gerade aus London geflogen, ist großer St. Pauli-Fan und hat sich eine St. Pauli-Reise gewünscht. Und wir haben gesagt, nichts lieber als das. Der FC St. Pauli wird wahrscheinlich aufsteigen diese Saison, spielt einen Hammerfußball. Und ja, seid gespannt, was die vier Tage alles so bringen. Ich muss mich jetzt aber ein bisschen schicken, denn Matt ist, glaube ich, gerade angekommen mit seiner Maschine. Und ich gehe mal runter in den Empfangsbereich und ja, nehme ihn da entgegen. You lost night. About the night before, now on your turn it over, I want to do the rock and roll, Mr. Matthew. I'm good! Teach me to rock, you better teach me to rock. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder die wunderbare Tonja für uns gewinnen konnten. Diesmal bei einer Stadionführung. Das letzte Mal hat sie uns ja in Helgoland rumgeführt. Ein Multitalent quasi. Und als erstes sind wir hier unterwegs auf dem Medienparkplatz. Hier parken Filmteams, Fernsehteams und eben dann auch der Mannschaftsbus oder beide Mannschaftsbusse. Und von da aus geht es dann ins Stadion, weil, so wie Matt das jetzt quasi auch macht. Erstmal Dopingkontrolle für den Mann aus England. Mal gucken, ob er irgendwas mitgeschmuggelt hat. Nein, natürlich nicht. Spaß beiseite. Das ist einfach nur die erste Stelle, die wir uns so angeguckt haben. Dann geht es vorbei an braun-weiß-roten Totenköpfen, schwarz-weißen Vereinsemblemen und eben auch dem großen Vereinsemblem, das man von außen sieht, wenn man so auf das Stadion drauf guckt, also auf die Südkurve. Und dahinter verbirgt sich dann auch noch wirklich ein schöner romantischer Blick auf St. Pauli. Man sieht hier so ein bisschen den Hafen und die Häuser. Und ja, das kann man erstmal so eine Zeit lang auf sich wirken lassen. Und dann geht es weiter. Wir sind hier oben an den VIP-Tribünen. Und das wurde hier, die eine oder der andere haben es vielleicht schon erkannt, so ein bisschen im Stil von Ots gehalten, dem Street-Art-Künstler, der vor 10 Jahren verstorben ist auf tragische Art und Weise und das Straßenbild in Hamburg, wahrscheinlich sogar Deutschland und wenn nicht sogar darüber hinaus mit diesen OZ, die ihr hier oben seht, einfach sehr geprägt hat. Und das ist dann nochmal eine Hommage an ihn und hier eigentlich sehr schön gehalten. Und dann gehen wir weiter in die erste VIP-Lounge. Das ist die Church of St. Pauli, die hier so ein bisschen eine Kirche nachempfunden ist. Seht ihr hier so ein bisschen an den bunten Fenstern, auf dem Fußballspieler gemalt sind. Und hier nochmal eine alte Elf des FC St. Pauli mit Holger Stanislawski, Meckle und Co. Und das ist dann die Aussicht von da oben. Kann man schön aufs Spielfeld gucken. Der Chihuahua führt uns dann in die Music School. Die ist irgendwann mal entstanden und sollte vor allen Dingen Kindern, die sich nicht leisten können, Kulturen, vor allen Dingen Musik nahebringen. Da haben Stars wie Bosse und Bela B. und Dave Duffman, den ihr hier auch im Hintergrund seht, der uns hier ein bisschen eingeladen hat. Ja, die haben auf jeden Fall hier verschiedene Musikprojekte gemacht. Ich habe ein Video gesehen mit den Omas gegen Rechts, die hier gesungen haben. Ganz witzige Sache, ist auch auf YouTube zu finden. Hier dann auf jeden Fall professionelle Gitarren, ein bisschen Einrichtungen mit Skateboards und Trikots. Und ja, Dave arbeitet weiter an Hits für den FC St. Pauli. Wir verlassen ihn dann mal und schauen weiter und verabschieden uns. Weiter geht's in die nächste VIP-Lounge. Wir versuchen hier ein bisschen die Firmen rauszuhalten, aber die Firma sponsert auf jeden Fall den Blindenfußball. Und von hier aus gibt's diesen Blick aufs Spielfeld, der ähnlich ist wie in der VIP-Lounge daneben. Ein Kiez-Kiosk ist hier auch noch aufgebaut, wo es allerlei Knabbereien und Süßigkeiten gibt. Und jetzt zeige ich euch nochmal das komplette Panorama von da oben, Südkurve, über den Sitzplätzen quasi, aus den VIP-Lounges. Hat man so im Groben und Ganzen diesen Blick und ist natürlich mal ein anderer, weil das letzte Mal waren wir ja auf der Haupttribüne und jetzt können wir quasi uns das Ganze von der Südtribüne angucken und ich denke mal, das kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. So, dann geht's weiter für uns. Ach nee, hier ist noch ein Poster, das ich euch zeigen wollte. T.S. Ullmann, der hat ja damals auf unserer Grünkohl-Spendengala gespielt. Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Gibt's leider kein Video zu, nur den Trailer. Wenn ihr ein bisschen in unserem Programm bei YouTube rumstöbert, solltet ihr den sehen. Aber es geht weiter mit der Stadionführung für Matt. Und zwar in die Umkleidekabine der Sportlern.
Und das ist hier noch im DIY gehalten. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt mittlerweile Puma oder gibt es DIY immer noch oder wurde das an Puma verkauft? Ja, wer das weiß, kann uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr seht hier die Umkleidekabinen und die verschiedenen Parts für die verschiedenen Spieler. Da sind auch Aufkleber, ob die Spieler jetzt angebracht haben. Ich glaube eher so die Gäste, die hier ab und zu mal auf einer Stadionführung sind. Aber vom FC St. Pauli und hier eben befreundeten Fangruppen aus Marseille und dem FC Lampedusa, der sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Weiter geht's an die Pinnwand, auf der alle Mannschaften verewigt sind in Form von Fotos. Schöne Trikots dabei, auch ein paar, die gewöhnungsbedürftig waren. Und hier das Jack Daniels Trikot an der Hafenstraße. Auf jeden Fall auch ein schönes Bild. Ich sehe hier unten war anscheinend Holzen noch der Sponsor und nicht Astra. Ja, und das ist hier, glaube ich, das, wie ich das verstanden habe, erste Bild vom FC St. Pauli. Damals noch Turn- und Sportverein. Die hatten da ja auch eher so einen Medizinball. Das ist ja dann erst zum Fußballclub geworden. Und ja, wer weiß, aus welcher Zeit diese Trikots stammen, kann uns das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und jetzt das, was immer alle am beeindruckendsten finden, das ist dieser Spielertunnel in Rot, bei dem der Totenkopf quasi immer länger wird. Und man muss sich das so vorstellen, wenn die Spieler hier einlaufen, kommt von oben die Drängen gerade der Südkurve, es wird gesungen und es geht St. Pauli voran. Und das soll schon den ein oder anderen eingeschüchtert haben, wenn es auf dem Weg zum Rasen ging. Und apropos, Matt passt hier beziehungsweise sein Rollstuhl genau durch. Wir hatten an dem Wochenende wirklich Glück, das war immer Millimeterarbeit, aber wir konnten in Fankneipen rein und die natürlich alles andere als barrierefrei waren, aber wir hatten zumindest die Möglichkeit, überall mal So, reinzugucken. liebe Freunde des FC St. Pauli, wir sind hier angekommen am Millerntor und am besten, ihr schaltet jetzt einfach mal die Funktion für die Übersetzung ein, denn mit Matthew reden wir dann natürlich Englisch. Hello Matthew, how are you? I'm very good, thank you. You're well traveled to St. Pauli. Yeah, it's been a journey, but it was a good journey. So, we show you the stadium and four, I hope, successful days with the 3 points for St. Pauli. I'm hoping. Yeah. I'm Do you hoping. expecting anything? A 3-0 win. Yeah, that's I hope too. Okay, so we show Matthew around, show you the pictures, having fun, and later we go on to the rugby game. Yeah, just follow us, give us a like if you Yeah, like. 'cause it's a really good organization. They're the best. Thanks a lot. That's right. See you. Ciao. Weiter geht's am goldenen Rasen vorbei und hier ist Betreten und Anfassen verboten, sonst gibt's auf jeden Fall Mecker vom Platzwart, wenn nicht sogar mehr. Und da hält sich Matt natürlich dran und fährt hier schön an der Seite vorbei. So weit weg davon kann er allerdings nicht, denn hier stehen überall Kästen, denn hier wird schon mal aufgebaut für den Spieltag. Das ist ja der nächste Tag dann gewesen. Das war quasi das erste Video, was wir rausgebracht haben, um so ein bisschen aktuell zu bleiben quasi. Ich verlinke euch das auf jeden Fall am Ende, wo ihr dann nochmal seht, wie Matt quasi den Spieltag inklusiv erleben konnte und anschließend noch ein Punkrock-Konzert. Aber wir sind ja jetzt hier erstmal bei der Stadionführung. Und Tonja erklärt Matt allerlei Sachen. Hier sieht man die Trainerbank, die, glaube ich, meines Erachtens beheizt ist. Die andere aber, glaube ich, nicht. Hat man hier unten an dem Elektrokasten gesehen. Also quasi die Heimtrainer haben einen schön warmen Poschi und die auswärts nicht. Das ist aber wohl so Usus in Deutschland. Zumindest habe ich mir das so sagen lassen. So, und jetzt sehen wir noch ein kleines Fußballspiel am Stadion dran. Das ist die fünfte Herren, die hier ein bisschen Fußball spielt am Nordbunker. Und hier findet quasi der Amateursport statt. Haben wir das nochmal kurz gesehen. Aber jetzt geht es weiter für uns zum Rugby. So Matt, arrived at the rugby pitch. Yeah. What do you think about rugby? It's all right. Yeah, no, it's all right. I But like it. It's the FC St. Pauli, and we're gonna have a sports program today. Yeah. At least. How was your journey so far? Journey's been really good, brilliant, superb. Glad that you like it, and then we're yeah, gonna have some fun at the rugby place. Right. I'm thoroughly enjoying every moment. It's been amazing. Absolutely amazing.
That's what we want. Yeah. Happy to see you smiling. Enjoy your day. Cheers. Bye. Ich muss gestehen, ich habe so gut wie gar keine Ahnung von Rugby und musste mich hier alles so ein bisschen von Matt erklären lassen. Was ich aber sagen kann, es ist eine sehr nette Atmosphäre hier, irgendwie alles sehr entspannt, günstige Getränke, Bratwurst etc. Und ja, also man kann auf diesen Hügel hinunterfahren, dann hat Matt hier direkt am Spielfeldrand drauf gucken können. Er hat sich ein bisschen im Sand festgefahren, aber mit geeinten Kräften sind wir da eigentlich wieder rausgekommen irgendwie. Also das war alles schickilacki. Es kostet auch keinen Eintritt. Und hier spielt der FC St. Pauli Rugby gegen Leipzig Rugby Club. Und ja, also auf jeden Fall eine schöne Erfahrung gewesen. Allerdings hat der FC St. Pauli Rugby die Rugby-Abteilung hier haushoch verloren. Das war natürlich nicht so schön. Aber wir hatten auf jeden Fall ein sportliches Entertainment, das den Abend bzw. den Tag dann noch so ein bisschen rund gemacht hat. Hier sieht er so ein Spielzeug, den ich immer bewundernswert finde, wenn jemand hochgehoben wird, damit er da den Ball abfangen kann. Nette Sache gewesen, wir gehen noch Kebab essen. Alright, Matt, so far we've been to the rugby game and stadium tour. Just tell us about your day. Mate, the day's been immense, it's been amazing. The stadium tour, like I said earlier, was absolutely amazing. It was good to have a private tour, because you really got to know about the history and the ethos of the club, which is what I absolutely love about FC St. Pauli. The rugby game was actually really good. I'm not a huge rugby fan, but it was amazing. Although I did think FC St. Pauli rugby were going to get absolutely slaughtered at half time. But they actually put up a really good second half performance. And now we're just about to have a kebab, and then we're going to head down Jolly for just a couple, and then it's an early night because we've got an immense day tomorrow. So it's been a really fun day. I recommend anyone to come to Hamburg St. Pauli because it's amazing. So I'll see you later. Bye bye. Bye. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann folgt uns bei Facebook und Instagram. Spendet immer mal wieder eine Kleinigkeit auf unserem Crowdfundings. Die sind hier unten verlinkt in der Beschreibung. Aber am allerbesten ist immer noch, ihr werdet Fördermitglied für 2,50 Euro im Monat und unterstützt uns so, dauerhaft Rollstuhlerlebnisreisen durchzuführen. Hamburg ist für alle da.